Guten Morgen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe zu vermelden, es stinkt und zwar gewaltig. Und ich weiß nicht, was es ist. Die letzte Woche hat sich quasi täglich in meiner Wohnung so ein ganz leichter, subtiler Geruch ausgebreitet. So modrig, faulig, irgendwie schlecht. Und ich habe keine Ahnung, wo dieser Geruch herkommt. Der ist ganz subtil, aber er ist da. Ich merke, irgendwo ist was schlecht in meiner Wohnung und ich weiß nicht, was es ist. Ich habe letzte Woche echt viel gekocht und habe auch so ein kleines Kochcoaching mit zwei Freunden veranstaltet und da flog schon einiges durch die Küche und scheinbar muss irgendwo ja da was liegen und was vor sich hin faulen und ich mach das verrückt. Ich kann das nicht lokalisieren mit meiner Nase. Ich weiß, dass irgendwo was schlecht ist, aber ich finde es nicht und das wollte ich euch mal heute so mitteilen. Vielleicht hat ja einer von euch einen Spürhund, der sich auf Küchenabfälle spezialisiert hat, oder vielleicht einen Tipp, wie ich da ja, wie ich das Corpus Delicti quasi finden kann. Aber das macht mich verrückt. Ich gehe immer an einer Stelle vorbei und da rieche ich das, aber da ist nirgendwo was. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt, aber naja, macht mich verrückt. Ansonsten, ich war ja am Freitag eingeladen zu einem gemeinsamen veganen Kochen. Das Kuriose daran war, dass ich eigentlich ja, kein bis auf die Gastgeberin zu kennen dachte oder glaubte, aber durch diverse Veranstaltungen, auf denen ich mich ja in den letzten Monaten quasi als Veganer so rumtreibe, dann doch noch drei weitere Menschen kannte. Und ja, so war dann, fiel dann quasi die Eingewöhnungszeit weg und ja, wir haben gefüllte Auberginen gemacht. Eine kleine Videoimpression habe ich mitgebracht, das ist hier. Ja, ich konnte aber dann leider nur 4 Stunden bleiben, weil ich dann noch zu einer weiteren kleinen Privatparty gegangen bin und ja, ich kann nur wiederholen, was ich euch schon einmal gesagt habe. Geht unter Menschen, unter Leute. Egal wie schüchtern ihr seid oder wie wenig ihr denkt, dass ihr in irgendeine Gruppe hineinpasst oder so, schaut einfach bei diesen Facebook-Veranstaltungen um, die es bei euch gibt, schaut euch da mal um, also bei euch in der Gegend. Das ist wirklich so ein Fundus an Menschen. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen und nicht nur das, es ist ja unsere ureigenste Natur, soziale Kontakte aufzubauen, Freundschaften zu schließen und gemeinsam zu kochen und zu essen und uns zu unterhalten. Ich habe quasi jahrzehntelang total ja, quasi einen auf Einzelgänger gemacht und nur einen relativ kleinen überschaubaren Freundeskreis, weil ich immer, ja, ich habe mich immer irgendwie, ich hätte es nie ausgedrückt, aber es war so gefühlt, immer für was Besseres gehalten und immer andere Menschen vorverurteilt habe. Erst in den letzten 10 Jahren merke ich so intensiv, wie gleich wir alle sind. In meiner geldgeilen Zeit habe ich auch ja, ein paar prominentere Menschen persönlich kennengelernt. Vorrangig aus der Fußball-Bundesliga und aus dem Fernsehbereich und ja. Und da habe ich immer mehr, auch durch diese Erlebnisse mehr verstanden, wie verdammt gleich wir doch sind. Dieser zwanghafte Drang der Individualisierung, ich bin was Besonderes, immer in Relation zu anderen Menschen natürlich, ist doch auch, ja, auch so eine Quelle der Kommerzialisierung und damit des Verlusts der Natürlichkeit der Menschen. Da gibt es Seiten, ungelogen, also ich habe es gesehen, da gibt es 200 verschiedene Ummantelungen für ein Mobiltelefon, nur um garantiert der einzige in seinem Freundeskreis zu sein, der eine bestimmte Ummantelung besitzt. Doch woher kommt denn eigentlich dieser Drang, sich zu individualisieren? Das ist der Wunsch nach Anerkennung. Das ist ein ureigenster, natürlicher Trieb und man bekommt diese ja auch tatsächlich, zum Beispiel für eine neue hübsche Mobiltelefonummantelung in unserer Gesellschaft. Das wiederum ist aber kein natürlicher, sondern einer von einer Gruppe von Menschen initiierter, kulturell geprägter Vorgang, die Menschen in dem Fall dann reicher macht und damit selber wieder anerkannt an ihrem Umfeld sind, weil sie dann eben nicht 2 Millionen, sondern 3 Millionen Euro auf dem Konto haben. Und ja, du freust dich über die Anerkennung in deinem Umfeld. Du denkst da garantiert nicht darüber nach, sondern du freust dich. Du konditionierst deinen Körper damit ständig.
Die Glücksgefühle werden dann auch ausgeschüttet. Das, was du dann als Glück so empfindest, oberflächlich. Aber das ist ja quasi wie so eine Sucht. Du brauchst das dann. Und genau das ist es auch. Die Sucht nach Bestätigung von außen. Gemessen an aktuell kulturellen Maßstäben. Aber warum macht dich das nicht wirklich glücklich? Warum bringen sich auch Prominente, die anerkannt sind und Millionen von Fans haben, warum bringen die sich trotzdem um? Weil sie unglücklich waren. Logisch, aber warum? Das liegt eben auf der Hand. Weil es kein echtes Glück ist, weil es ein künstlich generiertes Glück ist. Es ist einfach nicht echt. Wahres Glück kennt jeder, der sein eigenes Kind nach der Geburt auf dem Arm gehalten hat oder einen Freund in einer Notlage selbstlos geholfen hat und dessen Dankbarkeit spürt, dass jemand für ihn da gewesen ist oder einfach jemand, der bewusst lebt, die Momente wirken lässt, so wie sie sind. Menschen sind unglaublich manipulierbar und streben nach Dingen, die sie überhaupt nicht wirklich wollen, sondern die sie nur glauben zu wollen. Und das nicht nur aus eigenem Denken heraus, sondern aufgesetzt von ihrem Umfeld. Eine schöne Geschichte in diesem Zusammenhang hat mir der Andreas, der hier immer mal wieder kommentiert, erzählt, und die möchte ich heute zum Besten geben, so denn ich sie dann noch so halbwegs hinkriege. Ein reicher Mensch spaziert den Strand entlang und sieht einen Seemann, also einen Fischer, der nach seinem täglichen Fang am Strand seine Pfeife rauchte und so ein bisschen die Wellen beobachtete. Der Reiche fragte dann den Fischer: "Kein Fang heute?" Und der Seemann sagte dann: "Ja, doch, ich habe was gefangen." Und der Reiche sagt: "Na, willst du da nicht nochmal auf See?" Und der Fischer sagte dann: "Nee, für heute war es genug für mich und meine Familie." Und der Reiche dann: "Aber dann, wenn du jetzt noch rausgehst, dann könntest du doch noch mehr fangen und dann noch mehr verkaufen und dann könntest du dir ein neues Boot kaufen und noch mehr fangen und dann noch mehr Boote und so weiter ist der, ne? So. Und der Fischer: "Ja, okay, und was dann?" Und der Reiche antwortet dann: Dann könntest du dir leisten, wie ich quasi die ganze Zeit am Strand zu verbringen und viel Zeit mit den Wellen und so weiter, ja, am Strand zu verbringen halt." Und der Fischer sagte dann: "Ja, was denkst du, was ich jetzt gerade mache?" Und ja, die Frage: Was willst du? Was macht dich wirklich glücklich? Es ist so schwer für die meisten, diese Frage wirklich unabhängig von den Einflüssen der Gesellschaft zu beantworten. Wirklich zu erkennen, was man möchte, was man wirklich möchte. Der reiche Mann in der Geschichte, der jahrzehntelang gearbeitet hat, um ja, seinen Traum zu verwirklichen, dass er wirklich jeden Tag einfach nur am Strand sein könnte, die Wellen beobachtet und so weiter. Der realisiert dann in diesem Moment, wie einfach es hätte sein können. Und ja, rekapituliert dann und denkt an die vielen Auseinandersetzungen und Streitereien, die ausgelöst durch seine Unzufriedenheit sein Leben auch geprägt haben. Denn Unmut und schlechte Laune, die kommen nicht einfach so. Sie haben einen Grund, und der ist, dass du nicht glücklich bist. Dass du nicht deiner Natur entsprichst. Du machst nicht die Dinge, die du machen willst. Und perfiderweise hat man ja dich auch dazu gebracht zu glauben, dass es deine Entscheidung ist. Aber so sehr man dich manipuliert hat, du wirst immer im ureigensten deines Körpers irgendwo immer einen Zugang dazu haben, zu deiner wahren Natur. Du musst ihn quasi nur entdecken. Dazu musst du nicht zwingenderweise Meditationstechniken erlernen, kluge Bücher lesen oder ja, dir teure Online-Kurse buchen. Und das sage ich, obwohl ich selber seit 10 Jahren unter anderem von Coachings lebe. Du musst einfach loslassen. Den Gedanken loslassen, dass es etwas zu erreichen gibt, dass du etwas bekommen musst. Es ist alles da, was du brauchst. Du bist Natur. Das kann niemand abstreiten. Dein ureigenstes Ich. Das ist ganz einfach zu verstehen. Wenn du bist, dann kann es gar nichts anderes sein als das pure Glück, die pure Zufriedenheit, das pure Leben. Unabhängig davon, was andere Menschen sagen, da ist kein Platz dann für Unzufriedenheit, Ängste oder die Suche nach Anerkennung. Das ist alles nicht notwendig. Widme dein Leben der Suche nach dir selbst. Ja, und du wirst dann zwangsweise glücklicher werden. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden auf diesem Wege. Das geht gar nicht anders. Du wirst glücklicher werden. In diesem Sinne wünsche ich euch heute für den heutigen Sonntag, ja, dass ihr euch mal wirklich ganz genau überlegt, was ihr wirklich wollt. Unabhängig von der Gesellschaft und wie diese diesen Wunsch einschätzt.
schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn es euch nicht zu persönlich ist. Ansonsten beantwortet ihr euch das für euch selber. Und dann überlegt ihr, wie viel der 24 Stunden, die der Tag besitzt, ihr aufbringt, um diesen Wunsch, der euch, wo ihr spürt, dass es euch glücklich macht, zu verwirklichen. Und überlegt, ob es eventuell einen einfacheren Weg gibt, dieses Ziel zu erreichen, wie bei dem Fischer und dem Reichen, den ihr aber aus irgendeinem Grund nicht wählt. Ich freue mich auf eure Kommentare, bin gespannt. Morgen werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich wieder aktuelle Ereignisse das Thema vorgeben, mein Kombucha Video veröffentlichen. Von der Bestellung des Pilzes bis hin zum fertigen Getränk und der Verkostung und euch sagen, wie schlimm oder wie toll mir der Kombucha geschmeckt hat. Also dann, bis morgen, euer Christian. Tschüssi.